Hallo, mein Name ist, hört man mich? Okay. Beata Hubrich und ich mache schon seit ein paar Jahren die rechtliche Seite Freifunk gegen urheberrechtliche Abmahnungen wegen Filesharing und mache jetzt für 2018 nochmal ein Update, was in diesen Verfahren sich verändert hat und wie Status quo ist. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass das jetzt okay das Thema ist. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass sich so viele dafür interessieren, aber finde ich super. Also, okay, worum geht es? Es geht um das Problem, dass Freifunker, die einen Freifunkknoten betreiben, Empfänger von Abmahnungen geworden sind. Auch zukünftig. Also sieht nicht so aus, als wäre das Problem tatsächlich gelöst. Und in diesen Abmahnungen wird ihnen vorgeworfen, dass sie, also jetzt 2018, wird ihnen vorgeworfen, dass sie Täter einer Urheberrechtsverletzung sind, zu einem bestimmten Datum. Ja. Sollen sie eine geschützte, urheberrechtlich geschützte Datei gefilesharet haben. Also zum Download angeboten. Das Runterladen an sich ist nicht die Rechtsverletzung, die vorgeworfen wird, sondern dass man selber Anbieter geworden ist. Das ist der Vorwurf. Dann wird der begründet mit einem Sachverhalt, der dargelegt wird, also ein bestimmter Tag ist der Tatzeitpunkt und eine bestimmte Uhrzeit und das gegenständliche Werk, was geschützt ist, wird genannt. Spiel oder ein Song oder ein Album oder ein Film. Und dann wird noch mitgeteilt der Zeitraum. In den Abmahnungen taucht meistens nur ein paar Sekunden auf. Davon sollte man sich nicht beirren lassen. Meistens haben diejenigen, die abmahnen, noch einen Netzwerkmitschnitt, der größer ist. Das heißt, der Zeitraum ist dann meistens auch größer. Das sind ja sehr viele Fälle. Durchschnittlich 5000 Abmahnungen werden in Deutschland täglich verschickt. Also es sind immer noch sehr viele, die davon betroffen sind. Ich gucke mir jetzt nur das Thema Freifunker an. Es gab ja letzten Herbst eine Gesetzesänderung im Telemediengesetz, die Haftungsprivilegierung von Diensteanbietern wurde ausgeweitet und vom Gesetzgeber konkretisiert. Diensteanbieter ist für den Freifunk, also für diesen Fall hier, derjenige, der den Zugang zum Internet oder zu Inhalten vermittelt, was ja der Freifunker macht. Na, das ist die Legaldefinition. Und dann gibt es die Haftungsprivilegierung in Paragraph 8 und 10 Telemediengesetz. Das heißt, er haftet nur, wenn er selber etwas macht, also eine Rechtsverletzung begeht, daran teilnimmt und darüber Kenntnis hat und nicht einschreitet. Passiert es also ohne Wissen und Wollen von ihm, ist er haftungsprivilegiert. Das ist die Idee vom Gesetzesgeber. Folglich sind wir dann auch davon ausgegangen, dass spätestens mit 2018 dann die Problematik von Abmahnungen sich erledigt hat. Also mit diesem Gesetzestext wurde sozusagen die Störerhaftung, die ja sowieso die ganze Zeit umstritten war, in diesem Bereich abgeschafft. Interessiert euch für Störerhaftung? Soll ich noch ein bisschen Grundlagen erzählen? Ich weiß nicht, wo ich euch abholen soll. Soll ich gleich zum Problem kommen oder soll ich noch ein bisschen erzählen? Ich erzähle noch ein bisschen? Ja? Erzählen ist gut. Störerhaftung. Störerhaftung bedeutet, jemand haftet für eine Gefahrenquelle,
die er entweder selber geschaffen hat oder für die er in irgendeiner Weise verantwortlich ist. Paradebeispiel ist so ein AKW, ist eine typische Gefahrenquelle. Man muss eine Menge Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, damit da keine Schäden passieren. Aber eine Gefahrenquelle ist zum Beispiel auch ein morscher Baum auf seinem Grundstück, der auf das Nachbargrundstück umkippen kann. Da ist man auch verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, dass das Grundstück des Nachbarn nicht Schaden nimmt. Und da gibt es ja dieses Konstrukt Störerhaftung. Also man ist Störer, also Verantwortlicher dafür und muss den Baum zum Beispiel absichern oder muss ihn fällen. Und jetzt kommen wir zum Kommunikationsmittel Internet. In der Rechtsprechung, das ist auch alles, was ich erzähle und diese Probleme, die wir die letzten Jahre haben und die wir neu aufgelegt dieses Jahr bekommen haben, ist alles Rechtsprechung. Das ist es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber das sich tatsächlich so vorgestellt hat, dass man, wenn man den Zugang vermittelt zu Inhalten im Internet, dass man dafür haftet. Das ist nicht vom Gesetzgeber, sondern das ist von der Rechtsprechung etabliert worden. Und zwar wird die Ansicht vertreten, dass dieses eine Kommunikationsmittel eine Gefahrenquelle für die Rechte, also vor allem hier in dem Bereich für die Urheberrechte, nicht für die Persönlichkeitsrechte übrigens, das ist nicht übertragen auf Persönlichkeitsrechte oder Straftaten, sondern diese Rechtsprechung ist gemünzt auf Urheberrechte. Das ist eine Gefahrenquelle für die Verletzung von Urheberrechten ist. Dementsprechend sollte der Anschlussinhaber Informationspflichten haben und Kontrollpflichten haben. Er soll irgendetwas tun, damit über seinen Anschluss keine Urheberrechtsverletzung begangen wird. Passiert trotzdem diese Urheberrechtsverletzung, sollte er als sogenannter Störer haften. Das ist jetzt alt. Es wurde mit Herbst 2018 abgeschafft, also sozusagen die Haftung für Dritte. Worum es jetzt geht, ist die Haftung für einen selber, dass man als Täter haftet. Die Idee war ja vom Gesetzgeber und natürlich der politische Prozess drumherum, dass wir Infrastrukturaufbau unterstützen, dass die Haftungsgefahr für Anschlussinhaber wegfällt, so dass jeder dieses Kommunikationsmittel niederschwellig benutzen kann. Das war Sinn und Zweck vom Gesetzgeber. Die Rechtsprechung, natürlich die Idee kommt nicht von der Rechtsprechung, sondern die Idee kommt von der Rechtsvertretung der Verwertungsgesellschaften. Ne? Also es gibt ja viele und GmbHs, die meisten sind der GmbHs oder Limiteds, die in Deutschland Filme nicht produzieren, sondern einfach nur verwerten. Also die dafür sorgen, dass sie auf den Markt kommen, dass sie käuflich erwerbbar sind. Na, das sind die Verwerter sozusagen, nicht die Produzenten, sondern die sozusagen die Verwaltung, die dazwischen gestellt ist. Und die haben Anwaltskanzleien beauftragt, damit Filesharing eingedämmt wird. Zumindest Filesharing nicht mehr gemacht wird im urheberrechtlichen, bei urheberrechtlich geschützten Werken. Also sie behaupten, dass Filesharing einen wirtschaftlichen Nachteil bringt für die Verwerter. Also öffentlich sagen sie sogar, dass es einen Unterschied für Urheber macht. Das ist umstritten, ob tatsächlich ein Schaden steht. Es gibt von der EU-Kommission
zum Beispiel ein Gutachten ist, mal nachprüfen sollte, ob tatsächlich ein Schaden entsteht. Dabei ist rausgekommen, dass File-Sharing so ähnlich wirkt wie YouTube, also es hat einen Werbeeffekt. Das heißt, mehr Konsumenten erfahren davon, dass es diese Künstler gibt und dass sie diese Werke machen. Und das verbreitet sich. Und diejenigen, die Sachen gut finden, kaufen dann die auch. Oder gehen ins Kino oder ähnliches. Also es ist auch umstritten, ob tatsächlich File-Sharing einen Schaden, also File-Sharing von urheberrechtlich geschützten Werken einen Schaden verursacht. Das wissen ja alle. Also File-Sharing ist ja nicht nur, hat ja nicht unbedingt immer was mit Rechtsverletzung zu tun, sondern das meiste, was file-geshared wird, ist ja natürlich legal. Ja, das ist ja, also jeder, der an einem Betriebssystem mitarbeitet etc., braucht halt BitTorrent, damit die das getauscht wird. Aber okay, das wissen wir. Also es gibt die Störerhaftung nicht mehr, also die Haftung für Dritte nicht mehr, und das, was es seit diesem Jahr gibt, ist die Auseinandersetzung, ob der Anschlussinhaber als Täter haftet. Und bitte? Der Dritte? Also der Nutzer, dem du das Internet zur Verfügung stellst. Also du machst, genau, der Dritte ist, man hat den Anschlussinhaber, der mit seinem Namen beim Provider auftaucht, und dann gibt es diejenigen, die Dritten, die den Anschluss nutzen für die eigene Kommunikation. Und die begehen eine Urheberrechtsverletzung. Und jetzt ist die Frage, wer dafür haftet. Weil der Dritte oder die Dritten, die sind ja in den seltensten Fällen und vor allem, wenn man Freifunk nutzt, nicht identifizierbar. Man kriegt nicht heraus, wer zu dem Zeitpunkt was im Internet gemacht hat. Weil es ja auch ein freies Netz. Also es werden keine Daten erhoben. Ist auch die Vorstellung von einer freien Gesellschaft, dass man frei kommunizieren kann. Also es wird auch nicht getrackt, nach Foschepo kann man das auch nicht mehr sagen. Also unsere Briefe werden natürlich auch überwacht. Ja. Anderes Thema. Auf jeden Fall postuliert der Gesetzgeber nicht, dass der Anschlussinhaber die Tätigkeiten der Nutzer überwacht, sondern er sagt es genau umgedreht in § 8 Absatz 2 Telemediengesetz, dass eben nicht überwacht werden muss, wenn jemand behauptet, dass eine Urheberrechtsverletzung begangen wurde, selbst dann muss nicht mitgelockt werden. Das sagt der Gesetzgeber, und die Rechtsprechung hat hier einen Fragenkatalog mit den Kanzleien entwickelt, die Verwerter vertreten. Ist das zu kompliziert? Ich komme jetzt hier auf diese Liste. Und zwar, es geht nicht mehr um den Vorwurf der Störerhaftung, das haben wir hinter uns gelassen. Es geht um den Vorwurf, dass man als Anschlussinhaber Täter ist von einer Urheberrechtsverletzung, wo festgestellt wurde, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt von diesem Anschluss begangen wurde. Das sind diese Netzwerkmitschnitte, die Dienstleister sozusagen von den Verwertern speichern. Der Vorwurf ist auch umstritten, ne, dass wenn ich Anschlussinhaber bin, dann benutze ich auf jeden Fall den Anschluss selber. Und deshalb kann mit der tatsächlichen Vermutung gearbeitet werden, dass ich auch der Täter der Urheberrechtsverletzung bin. Wir haben aber jetzt auch schon Urteile aus Frankfurt am Main in der zweiten Instanz bestätigt, dass diese tatsächliche Vermutung, dass man nicht mehr einfach davon ausgehen kann, aber die herrschende Meinung ist immer noch, bin ich Anschlussinhaber, dann ist eine Beweiserleichterung. Ja. Dann ist genauso wie, ich bin der Halter von einem Auto, und jemand, entweder ich oder irgendjemand, dem ich das Auto leihe oder der das geklaut hat, jemand, der das benutzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, dann, dass ich derjenige bin, der das gewesen ist. Ja? Obwohl ich es auch wirklich verkürzt dargestellt habe, weil das ist ein Rechtssystem, darf man nicht sofort ohne Ermittlungen davon ausgehen, dass jemand was falsch gemacht hat. Ja? Sondern es gibt ein festes Verfahren, wie man feststellt, dass jemand Beschuldigter ist. Wir sind hier im Zivilrecht. Die Idee ist, dass
das den Verwertern so schlecht geht und der Schaden durch File-Sharing so hoch ist, dass die Verwerter unterstützt werden müssen, um diesen Impact, diesen permanenten Geldverlust, den sie haben, dabei zu unterstützen, dass diese Schäden sich verringern, bis nicht mehr vorhanden sind. Also der materielle Schaden. Also haben wir jetzt das Konstrukt, Anschlussinhaber ist gleich Täter der Urheberrechtsverletzung, es sei denn, er ermittelt selber, wer den Schaden, also die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Wenn ihr jetzt kurz zurückdenkt, genau das Entgegengesetzte steht im Telemediengesetz drin. Paragraph 8 Telemediengesetz Absatz 2 sagt genau das Entgegengesetzte. Ja, keine Ermittlungen, keine Überwachung, keine Kontrollpflichten, keine Informationspflichten. Die Rechtsprechung hat diesen wunderbaren Katalog entwickelt mit Rechtsanwälten, die für die Verwerter arbeiten. Das sind insgesamt 15 Fragen. Und das ist kein Scherz. Also das ist das, womit ich mich bei Freifunkverfahren, die sich gegen diese Abmahnung wehren, also weil es geht ja für manche geht sogar um einen Monatsgehalt, ja. Also es geht das was man an Schaden zahlen muss, ist also mit den Rechtsanwaltskosten sind zwischen 500 und 1500 Euro. Und das ist also ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die das einfach so wuppen können. Also das ist tatsächlich ein Problem. Und die Rechtsprechung sagt, auch teilweise sehr verkürzt und teilweise so groß aufgebaut wie hier, du Anschlussinhaber, du musst uns einen Täter geben, damit wir dich aus der Täterschaft entlassen. Und sozusagen jemand anderen haben, an den wir uns wenden können, der dann eben für die Urheberrechtsverletzung haftet. Der Gesetzgeber will das nicht, erinnern noch mal dran. Und jetzt diese Fragen können wir mal genießen. Ich lese mal die ersten vor und ihr könnt ja mal versuchen für euch zu gucken, wie man das umsetzt. Also wie war der konkrete Gesprächsverlauf mit den Befragten? Wer wurde überhaupt befragt? Also wenn ich einen Freifunk oder überhaupt ein offenes Netz, das ist ja nicht nur Freifunk, ja, es gibt ja auch viele andere Art und Weisen, betreibe, dann sagt die Rechtsprechung, wenn es den Vorwurf gibt der Urheberrechtsverletzung, mit wem habe ich gesprochen, was habe ich gefragt, was wurde geantwortet, dann zweitens, welche Fragen wurden gestellt, wie wurde hierauf konkret geantwortet, also ein Gesprächsprotokoll. Was bedeutet, die Rechtsverletzung konnte nicht bestätigt werden? Also der Anschlussinhaber hat niemanden gefunden, der die Rechtsverletzung begangen hat. Gab es eine Diskussion? Worauf deutet das hin? Wann wird diskutiert? Wenn man anderer Meinung ist. Das heißt, der Anschlussinhaber muss dann den anderen, ob es jetzt deine Familienmitglieder sind oder ob es Freunde sind oder Übernachtungsgäste etc. Also es ist auch noch viel weiter. Wir haben ja nicht nur im privaten Bereich öffentlichen Netz. Muss ja sagen, ich glaube euch nicht. Ich glaube nicht, du lügst mich an. Wir diskutieren jetzt darüber. Also hartes Stück, ja, das ist Zersetzung. Du lebst zusammen und die Rechtsprechung sagt zu dir, wenn dir jemand sagt, er hat die Rechtsverletzung nicht begangen, dann musst du mit ihm darüber diskutieren und musst ihm sagen, du glaubst ihm nicht. Das ist nicht in Ordnung, überhaupt nicht. Und nur, es geht hier nur um Geld. Also es geht darum, dass ein überzogener Schadensersatz bis zu 1500 Euro gezahlt wird. Ja. Nachfragen, worum es, also genau, gab es Nachfragen von den Nutzern, die man, also man muss ja auch die Nutzer halt kennen. So. Oder man macht dann, wenn man sein Netz weiter zur Verfügung stellt, macht dann eine Splashpage, einen Aufruf. Bitte die Nutzer möchten sich an einen wenden. Funktioniert bestimmt auch großartig. Weshalb hat sich, also das ist halt O-Ton, also wir haben auf negative Feststellung geklagt, also Feststellung, dass die Urheberrechtsabmahnung rechtswidrig war. Deshalb ist der Freifunker Kläger. Weshalb hat sich die Klägerseite damit zufrieden gegeben und in keiner Weise ernsthaft versucht herauszufinden, ob an der Sache etwas dran ist?
Warum, Entschuldigung, warum wurde nicht nachgefragt, wer das Angebotene kenne und wenn ja, in welchem Zusammenhang man es gesehen habe? Also, wenn es um einen Film geht oder eine Serie, dann müssen die Nutzer vor Gericht über den Anschlussinhaber vortragen, wann sie diesen Film wo mal gesehen haben. Könnt ihr das? Könnt ihr zurückspulen von vor 3 Wochen, wann ihr welchen Film konkret zu wo gesehen habt? Nee, das geht nur, wenn man automatisch mitloggt. Das werden wir gleich noch weitersehen. Um diese Fragen zu beantworten, muss man automatisch das Nutzerverhalten von den Dritten mitloggen. Sagt der Gesetzgeber, nein, will er nicht, auf gar keinen Fall. Wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung. Berlin ist es übrigens. Ja, wir haben es hier mit Berliner Gerichten zu tun. Warum wurde nicht nachgefragt, wem der Umgang mit Tauschbörsen vertraut ist? Das ist eine Stigmatisierung. Also derjenige, der eine bestimmte Fähigkeit hat, ist dann auch derjenige, der in den Bereich der möglichen Täterschaft fällt. Warum wurde nicht nachgefragt, wofür die Mitnutzer ihre Endgeräte grundsätzlich nutzen oder gar zu dem Verletzungszeitpunkt genutzt haben? Ist das nicht hart? Was machen wir denn die ganze Zeit? Also so, wir sind hier auf dem Chaos Communication Kongress. Also wir gehören zu den Leuten, die wirklich sehr viel die Geräte nutzen. Und was ist das dann so ein Katalog? Also, und was passiert dann eigentlich mit den Informationen? Die muss ich auch der Gegenseite geben und das sind öffentliche Verhandlungen. Also wie nackig muss ich mich machen für einen Schadensersatz von 1.500 Euro, der ja auch an sich von der tatsächlich, ob der tatsächlich so besteht, schon umstritten ist. Warum wurde nicht nachgefragt, was die Mitnutzer zu den ermittelten Zeiten der Rechtsverletzung konkret gemacht haben? Wer war zu dieser Zeit in der Wohnung, hatte Zugriff auf den Internetanschluss? Und das reicht auch nicht allgemein, dass also hier diesen Gerichten, dass man sagt, dass die Mitbewohner oder die Besucher, Freunde, Familienmitglieder das Internet eigenverantwortlich jederzeit nutzen können, sondern das soll konkret mitgeteilt werden, 17.39 Uhr, 50 Sekunden bis 17.54 Uhr und 10 Sekunden, wer in diesem Zeitraum das Internet, also wer da war, in der Wohnung alles und wer Zugang zu dem Internet hatte. Auch wieder nur mit automatischen Logdateien. Warum wurde nicht gefragt, ob man die Computer der Mitnutzer gemeinsam auf etwaige Anhaltspunkte für die Rechtsverletzung untersuchen könnte? Da fällt mir spontan das Recht auf Vertraulichkeit und Integrität von kommunikationstechnischen Systemen ein. Ganz spontan fällt mir ein Grundrecht ein, was genau sagt, nein, will ich nicht. Ich will nicht sehen, was mein Mitbewohner zu der Zeit gemacht hat. Oftmals sind die Zeitspannen auch nachts so. Keine Ahnung, mit wem er da chattet, ja, was er sich anguckt, was er produziert. Und es geht auch das Gericht nicht an, weil das sind auch nur Indizien. Wenn überhaupt sind wir, also die Informationen, wenn die Fragen beantwortet würden, gehen so tief in die Persönlichkeit rein, dass man überhaupt gar keine Verhältnismäßigkeit mehr hat. Trotzdem weiß man natürlich nicht, ob derjenige eine Rechtsverletzung begangen hat. Aber die Eingriffe sind enorm. Hat die Klägerseite tatsächlich keine weiteren Fragen an die Mitnutzer gerichtet? Weshalb hat sie nicht gefragt, wer was zu den streitgegenständlichen Zeiten im Internet gemacht hat? Weshalb hat die Klägerseite nicht auf ihrem eigenen und den Endgeräten der Mitnutzer nach dem Werk oder dem Vorhandensein von Tauschbörsensoftware gesucht? Durchsuchen mal schnell irgendwie so den Rechner. Weshalb hat die Klägerseite ihre Mitnutzer nicht danach gefragt, ob sie selbst auf ihrem Computer nach dem angebotenen Werk und dem Vorhandensein von Tauschbörsensoftware suchen könnten? Geht die ganze Zeit natürlich. Weshalb hat die Klägerseite nicht wenigstens versucht, das entsprechende Routerprotokoll auszulesen, was ihr mangels entgegenstehenden Anhaltspunkte möglich gewesen sein dürfte? Okay, also mein Router speichert das nicht. Also der hat. Der sammelt Pakete und schickt die dann und speichert das relativ kurz.
Ist da ein Stromausfall, dann habe ich überhaupt keine Daten mehr zu dem. Also da ist auch so viel Nichtwissen oder beziehungsweise so viel Desinteresse da. Mit den ganzen Fragen komme ich überhaupt nicht daran, wer tatsächlich anderer Täter ist. Es wird nur eine Sache damit bezweckt, der auf den Anschlussinhaber soll Druck ausgeübt werden, dass er auf Biegen und Brechen irgendjemanden findet, der diesen angeblichen Schaden bezahlt. Entweder er oder die anderen, oder es wird, es muss diskutiert werden, es muss untersucht werden, es muss automatisiert gelockt werden. Und das ist aber alles nicht rechtskräftig. Also hier haben wir Berufungsverfahren und das wird weiter kontrolliert werden. Das, was ich erschreckend finde, ist, dass die Gerichte nicht sich mit dem Datenschutz auseinandersetzen, also nicht mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, nicht mit dem Gesetzestext des Telemediengesetzes, nicht mit dem Gesetzgebungszweck der Haftungsfreiheit von Anschlussinhabern und auch nicht mit dem Grundrecht, was wir seit 2008 haben, mit dem Recht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das heißt, es kann nicht, niemand hat das Recht auf meinen Rechner, auf meine Geräte raufzugehen und nach irgendwelchen Daten zu suchen. Das ist geschützt. Es sei denn, es gibt einen Richterbeschluss. Dann sind wir aber im Strafrecht. Und wir sind aber hier im Zivilrecht. Das war's von meiner Seite. Das ist so der Stand und die Auseinandersetzung. Das liegt natürlich daran, dass auf der Seite der Verwerter ist um wahnsinnig viel Geld geht, weil mit diesen Abmahnungen, also 5.000 jeden Tag mal durchschnittlich 1.000 Euro, haben wir es halt mit erheblichen Summen zu tun. Ne? Und die kämpfen halt um dieses Geld, was man von Anschlussinhabern bekommen kann. Und was ich auch erschreckend finde, ist, dass bei den Gerichten wird der Sachverhalt als Protokoll also Protokolldaten als PDF, Entschuldigung, als Excel-Daten eingereicht. Also das wird überhaupt nicht kontrolliert, ob das tatsächlich stimmt, was da als Sachverhalt behauptet wird. Also dass die IP-Adresse zu dem Zeitpunkt von dem und dem benutzt wurde, um die Urheberrechtsverletzung begangen hat, sondern das wird einfach geglaubt. Ja. Die sagen, es gibt da Netzwerkmitschnitt. Netzwerkmitschnitt, das ist ein ganz schwieriger Begriff. Forensik. Wenig Richter wollen sich da in diesem Thema bewegen und dann sagen sie, okay, stimmt. Du als Anschlussinhaber musst uns irgendwelche konkreten Informationen geben, warum der Netzwerkanschluss fehlerhaft sein könnte. Aber woher? Ja, wir haben auch alle als Anschlussinhaber keine Möglichkeit, in diese Firmen reinzugucken, die diese Netzwerkmitschnitte herstellen. Und außerdem gibt es ein wirtschaftliches Interesse, wenn es dann zum Gerichtsverfahren kommt. Und die sind so leicht manipulierbar, wer kann keine Excel-Datei manipulieren? Ich habe das Letzte, was ich jetzt im Herbst gemacht habe, habe ich mal so ein Protokoll, Excel-Datei reingetan, wo der gegnerische Anwalt die Rechtsverletzung begangen hat zu dem Zeitpunkt und das Gericht. Mal gucken, es müsste so jetzt mal das Urteil kommen, aber einfach mal zu zeigen, dass das Problem ist, also vor Gericht ist das aller wichtigste der Sachverhalt. Da wird auch am meisten gestritten, vor allem natürlich im Strafrecht, da hat man die Zeugen, da zählen die Leute unterschiedliche Sachen, aber auch im Zivilrecht, das ist das Fundament. Und da muss man sich schon wirklich sicher sein, wenn man aufgrund dieser Angaben auch jemanden verurteilt. Ja, man sitzt nicht auf einer Party und kann sich mal irren oder so, sondern das ist ja auch entscheidend für Anschlussinhaber. Okay, das war's von mir und ich würde, wir unterhalten, ja, oder wir machen es so, also 1, 2, 3. Ich würde sagen, erstmal einen großen Applaus. Achso, Dankeschön. Und kurze Frage, wollen wir den Stream ausschalten und das Recording für die Fragensession oder mitlaufen lassen? Ja, wir sind ein bisschen unter uns sein, ja. Also ich hoffe ja, ich mache das ja nicht alleine. So, ich wäre super, wenn ihr Ideen habt, wenn wir zusammen an dem Problem arbeiten können.